I am the Jochen und das ist der Frühsport für Donnerstag, den 19. Januar 2023. Schönen guten Morgen. Ganz, ganz wichtige Nachricht zu Beginn. Wenn ihr jetzt dieses Video seht, am Mittwochabend noch, ich lade es extra jetzt zackig hoch, es läuft auf magentasport.de unglaublich viel Streamsport live. Kann man reingucken, wenn man Bock hat. Es gibt jetzt im Moment zum Beispiel, läuft gerade Basketball. Eurocup, Ankara gegen Hamburg, dann läuft gerade aus der BBL Seawolves Rostock gegen Chemnitz und es läuft Bamberg gegen Braunschweig. Es läuft aus der DEL, Ingolstadt gegen Nürnberg hat jetzt gerade angefangen und Köln gegen Schwenningen. Dann läuft jetzt aus dem Eurocup Ulm gegen Litkabelis und das war es gerade, glaube ich, an Streams. Aber Wahnsinn, wer Lust hat auf Basketball und Eishockey, geht mal schnell auf magentasport.de und guckt mal, das war alles gestern noch nicht angekündigt. Jetzt sind hier also, glaube ich, 6 parallele Streams gerade am Laufen. Für heute Abend Donnerstag ist auf jeden Fall schon angekündigt, ab 20 Uhr aus der Euroleague, Maccabi Tel Aviv gegen Alba Berlin. Ob dann noch mehr dazu kommt, weiß ich nicht. Ob das so eine einmalige Werbeaktion ist, ob die vergessen haben, die Dinger irgendwie zu verschlüsseln, ich glaube nicht. Magentasport.de könnt ihr reingucken für Basketball und für Eishockey. Wo wir gerade dabei sind, schauen wir kurz mal drüber, was es da noch so gibt am heutigen Donnerstag. Es gibt im Eishockey aus der DEL Löwen Frankfurt gegen Eisbären Berlin. Eigentlich Magenta Sport verschlüsselt, vielleicht auch ein Freestream, muss man probieren, um 7:30 auf jeden Fall geht das los und Basketball aus der Euroleague außer diesem, nee, habe ich schon gesagt, aber Berlin bei Maccabi Tel Aviv. Und die NBA, wer Basketball gucken will, kann man auch tun, das kann man auch tun, kann man auch gucken auf The Zone, da gibt es um 21 Uhr die Chicago Bulls bei den Detroit Pistons. So, das nur der Vollständigkeit halber noch vom Basketball. Dann wird es für die deutschen Handballer heute ernst. Es geht los mit der Hauptrunde. Ist eine Verlängerung der Vorrunde. Die haben wir eingesackt. Da steht es so in der Gruppe 3 der Hauptrunde. Deutschland mit 4 Punkten aus der Vorrunde, die mitgenommen wurden. Ebenso wie Norwegen. 2 Punkte haben Serbien und die Niederlande und 0 Punkte mitgenommen haben Katar und Argentinien. Und gegen Argentinien geht es heute im ersten Spiel um 18 Uhr. Das Ganze ist live zu sehen im ZD ist gelogen. Das Ganze ist live zu sehen im ersten bei der Sportschau oder auch auf sportschau.de. Deutschland gegen Argentinien, also das erste Spiel in der Hauptrunde fürs deutsche Team. Und da ja, gucken wir gleich mal, wie es läuft. Eurosport zeigt dann um 8:30 noch das Topspiel des Tages. Das ist noch nicht bekannt gegeben worden, ob es aus der deutschen Gruppe Norwegen gegen Serbien wird. Ich gehe davon aus, ehrlich gesagt. Oder ob man aus der anderen Gruppe, die heute spielt, die Gruppe 4, ob man da nimmt Dänemark gegen Kroatien. Natürlich auch ein sehenswertes Spiel sicherlich. Also da wird sich Eurosport noch irgendwie entscheiden, müsst ihr reingucken, aber es gibt Handball auf Eurosport heute Abend auch noch. Dann gibt es noch Biathlon um 14:30 aus Antholz, einem ZDF und auch auf Eurosport natürlich. Das ist dann, ein Sprintrennen, genau. Antholz 14:30 könnte dabei sein beim Biathlon. So, jetzt gucken wir mal zum Fußball. Da gibt es eine Überraschung nachzutragen noch aus der Coppa Italia. Da ist, nee, Quatsch, jetzt hängt hier gerade nämlich alles. Hallo. Da geht gerade nichts mehr. Na gut. Aus der Coppa Italia jedenfalls. Da hat der SSC Napoli verloren im Elfmeterschießen und zwar gegen Cremonese. Hat man nicht kommen sehen. Jetzt ist hier gerade alles total zerschossen. Hilfe. Geht da nochmal was? Ich habe hier nur aufgeschmissen ohne meine Notizen. Hier, jetzt geht's. Napoli gegen Cremonese im Elfmeterschießen für Cremonese, die das ganze Ding auch in Unterzahl noch beendet haben. Also eine Riesenüberraschung. Napoli, der Tabellenführer, der souveräne Tabellenführer der Serie A, ist im Pokal nicht mehr mit dabei. In England Wolverhampton Wanderers 0:1 gegen Liverpool. Also der FC Liverpool hat mit einer B-Mannschaft die nächste Runde erreicht. Vielleicht sollten sie öfter mit der B-Mannschaft spielen. Und in der Copa del Rey hat auch Sevilla gewonnen. 1:0 bei Alaves. War auch nicht schön, aber Hauptsache weiter im Pokal. Und Real Sociedad ist auch eine Runde weiter gegen Mallorca. So, dann gucken wir auf den Fußball vom heutigen Donnerstag. Da gibt es wenn ihr das Video guckt, vom morgigen Donnerstag. Manchester City um 21 Uhr gegen Tottenham Hotspur, Nachholspiel aus der Premier League. Sehr, sehr hochkarätig, wie ich finde. Sky überträgt auf Sky Sports, Sky Premier League, Sky Top Event und so weiter um 9. Dann gibt es Coppa Italia live auf The Zone um 15 Uhr bei Atalanta gegen Spezia, um 18 Uhr Lazio gegen Bologna. Und dann am Abend noch um 21 Uhr Juventus gegen Monza. Und es gibt eine Konferenz aus der Copa del Rey, das ist auch ungewöhnlich. Und zwar spielt erst Barcelona bei Ceuta und gleichzeitig, oder dann versetzt, sie fangen um 8 Uhr an und um 9 Uhr kommt dann dazu Real Madrid bei Villarreal. Es könnte aber Verlängerung geben natürlich in dem ersten Spiel. Und dann haben wir mit der Konferenz vielleicht sogar gleichzeitig auf, das weiß ich noch nicht genau. Also wer da Fußball gucken möchte, ist bei The Zone gut bedient.
Hockey geht weiter mit dem letzten Spieltag der Vorrunde. Da wird heute gespielt in der Gruppe C. Niederlande liegt vorne, spielt heute um 15 Uhr gegen Chile. Nein, 15 Uhr, das stimmt ja überhaupt nicht. Ich muss ja unsere Ortszeit beachten. Ich habe jetzt die Ortszeit dort genommen in Indien. Das Spiel wird natürlich stattfinden um 10.30 Uhr, Niederlande gegen Chile. Die haben übrigens eine halbstündige Zeitverschiebung in Indien. Das fand ich auch faszinierend. War mir entfallen. Ich war ja mal, bin immer umgestiegen am Flughafen in Delhi. Und da fand ich das auch schon so schräg irgendwie. Das Spiel beginnt tatsächlich um 15 Uhr Ortszeit und da ist es bei uns 10.30 Uhr, weil die 4,5 Stunden verschoben sind. Kurios. Malaysia gegen Neuseeland gibt es aus derselben Gruppe dann um 8.30 Uhr bei uns, also um 13 Uhr glatt dort. Und 12.30 Uhr bei uns Spanien-England und um 14.30 Uhr Indien-Wales. Deutschland heute noch spielfrei, aber das wird dann in den anderen Gruppen die Ausschlüsse geben. Die Niederlande sind schon in der K.O.-Runde. Neuseeland-Malaysia sieht ganz gut aus. Und in der anderen Gruppe, da sieht es interessant aus. England-Indien-Spanien fast punktgleich. Das könnte noch ein spannendes Finale geben, wer Bock hat auf Hockey. Der gucke da gerne rein. So, jetzt ist aber wirklich mal dringend Zeit für Tennis. Wir müssen gucken, was ist passiert. Tatjana Maria nach großem Kampf in 3 Sätzen raus gegen die Italienerin Stefanie. Und Laura Siegemund, auch gegen die Italienerin, nämlich Bronzetti, die ist weitergekommen in die 2. Runde. Damit haben wir die 1. Runde jetzt durch. Aus deutscher Sicht Alexander Zverev weiter und Laura Siegemund. Punkt. Alle anderen raus. Ist dünn, gebe ich zu. Ansonsten gucken wir, was die anderen so gemacht haben. Die großen Namen. Oji Aliassim ist weiter, Tsitsipas ist weiter, Medvedev ist weiter bei den Männern. Aber Rafael Nadal ist raus. Der verliert nämlich in 3 Sätzen auch richtig schockierend glatt, muss ich sagen. Also der Titelverteidiger, letztes Jahr hier gewonnen an dieser Stelle. Und jetzt ist er draußen, der gute Rafa. Und das hat man wirklich nicht kommen sehen, glaube ich, dass das ihn hier erwischen wird. Er geht raus gegen Mackenzie McDonald. Ist jetzt auch einer, wo ich gestehen muss, hat jetzt noch nicht so viel, glaube ich, gerissen in seiner Laufbahn. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber ich glaube nicht. Also der ist auf jeden Fall der Nadal-Bezwinger des Jahres bisher. Und bei den Damen Sakkari weiter, Swiatek weiter, Pegula weiter, Goff weiter gegen Raducanu. Und Kasatkina ist raus gegen Gracheva. Das war das Duell der beiden Russinnen. Darf man Russinnen wieder sagen? Ich glaube, weiß nicht. Jedenfalls Kasatkina war hier die gesetzte Spielerin und damit auch die Favoritin. Die ist also draußen an dieser Stelle. So, dann gibt es noch zu erwähnen, wie es weitergeht jetzt in der Nacht von heute Mittwoch auf morgen Donnerstag. Da spielt Herr Zverev wieder. Der spielt so gegen, ja, so zwischen 4 und 5 wird das, denke ich, anfangen. Also richtig blöde Zeit zum Gucken. Der wird dort antreten, aber Siegemund auch. Die ist in demselben Zeitslot angesetzt. Vielleicht, wenn ihr früh wach seid, um 5 oder so, guckt mal rein. Könnte sein, dass sie dann gerade beide auf dem Platz sind. Zverev spielt gegen Michael Mummo. Wie spricht man den denn aus? Der hat 2 M vorne. Mummo. Michael Mummo. Oder Michael Mo einfach vielleicht. Ich weiß nicht, hat noch keine große Rolle gespielt, auch hier in der Tennisszene. Vielleicht, ich hoffe, dass man den Namen morgen nicht jeder aussprechen kann, weil Michael Mo sich vielleicht durchsetzt gegen Zverev. Werden wir sehen. Und Laura Siegemund spielt gegen Irina Camelia Begu. Die kennt man zumindest Namen nach vielleicht. Und das ist aber auch so gegen 5 rum wird das stattfinden. So, und dann geht's die Doppel. 2. Versuch. Das hat bisher ringtechnisch nicht geklappt, dass die Doppelturniere beginnen. Oskar Otte mit seinem Partner Iwaschka übrigens zurückgezogen. Die werden nicht starten. Aber dafür Daniel Altmaier nachgerückt mit Partner Marias. Die sind auf jeden Fall dabei. Und dazu eben all die anderen mit Tim Pütz, mit Andy Mies, mit Tatjana Maria im Doppel, mit wen haben wir noch alles mit dabei? Vivien Heisen. Die spielen jetzt alle irgendwann im Laufe der Nacht. Da ist ein wildes Programm. Um 1 Uhr geht's los. Eurosport ist aufgeschaltet mit allen Kanälen. Und da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, also euch reinschalten und könnt gucken. So, tut es einfach. Das war's. Von heute hier. Also wenn ihr Bock habt, nochmal die Erinnerung, magentasport.de, da laufen gerade einige Basketball- und Eishockeyspiele for free und wenn ihr euch da reinklickt und Glück habt, dann könnt ihr so noch gucken. Ich glaube, das wird auch noch offen bleiben. Ist wirklich so gewollt wahrscheinlich. Aber es ist eben überraschend. War mir nicht klar, dass das kommt. Viel Spaß dabei und bis morgen an dieser Stelle wieder hier. Tschüss.